Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wir sind zurück für eine neue Folge. Jawohl. Heute Pechstutzgrüner Weiher auf bevorzugt Zander Hecht. Hecht. Einmal mit einer Posenmontage wieder auf Hecht, ja, wie in der letzten Folge. Und nee, jetzt fangen wir erstmal an mit einer Grundrute, wo ich ein Würmchen ranmache. Ja. In der Hoffnung, dass vielleicht noch ein Barsch oder so einsteigt. Genau. Und naja, zu späterer Stunde dann kurz vorm Dunkel werden wir auch die Grundrute auf Zander eben nochmal mit einem Köderfisch ablegen. Die Hechtpose werden wir hier drüben gleich hinlegen, ja, und Wurm und später Köderfisch pfeifen wir einmal darüber. Jawohl. Wir bauen in Ruhe auf, wie immer, haben heute auch das erste Mal eine Kamera mit. Das werden wir später ausprobieren. Wir hoffen, das wird was. Wir sind ja technikaffin extrem. Aber sowas von extrem. Geben uns auf jeden Fall Mühe und sehen uns später. Genau, bis dann. Danke. Also, die Ruten sind fertig. Jawohl. Die Hechtpose liegt jetzt hier. Und haben jetzt erstmal einen Wurm ungefähr dorthin gehauen. Jawohl. Da hoffen wir ein bisschen auf den Barsch vielleicht. Hier ist schon Bewegung, hier schwimmt gerade ein Fisch ins Geäst. Später werden wir die Pose von der Hechtmontage noch ein bisschen weiter hier ranlegen. Allerdings war gerade hier hinter dem Gebüsch ein Spinnfischer. Deswegen habe ich es jetzt erstmal dort liegen lassen, aber es treibt ja auch ein bisschen rüber, wie wir sehen. Ne? Ja, ich das kann schon klappen. Ne? Ja. Die Vögel wieder unterwegs hier auf dem Wasser. Und jetzt trinken wir erstmal einen Tee. Jawohl, jetzt trinken wir erstmal einen oder Tee. Oder ein Bierchen, mal gucken. Und dann später, ja, schauen wir mal, ob es hier ein bisschen Fisch gibt. Ah, jetzt habe ich das Mikro an. Andy spaziert ein bisschen am Wasser rum. Wir mussten jetzt meine Hechtpose, also ich wollte den Köder versetzen. Leider hat es den irgendwie ins Geäst, in eine Wurzel getrieben, sodass mir natürlich mein schönes Vorfach mit die zwei Drillinge abhanden gekommen ist und auch meine schöne Pose. Aber gut, wir haben jetzt hier ein Grundblei dran, so ein Stehaufblei, ähnlich wie vom Stolle, allerdings Marke Eigenbau. Das zeigt man vielleicht heute oder in den nächsten Videos nochmal. Vom Rolf, ist ein Kollege von mir aus dem Angelverein. Der baut die richtig cool. Da haben wir jetzt einen Köderfisch aufgefädelt, wie wir es schon mal in den letzten Videos gezeigt haben. Am Kiembogen rein, am Rücken lang, auf der anderen Seite hinten wieder raus. Und hoffen mal, dass da vielleicht auf die Montage ein Raubfisch einsteigt. Da drüben haben wir immer noch das Würmchen auf Grund. Wobei ich da gerade am Überlegen bin, ob man vielleicht nicht mal noch ein paar Maden mit davor macht, die sich so ein bisschen kringeln. Mal schauen, wir machen jetzt noch so 3 Stunden, denke ich. Das Wetter spielt heute ganz gut mit, ab und zu mal so ein bisschen Wind, aber kein Vergleich zu den letzten Tagen am Hofteich. Andy winkt. Was hast du? Und genau, Sonne war für uns auch schon schön draußen. Habt ihr ja vielleicht gesehen in den Zwischeneinstellungen.
Hier gibt es nur noch schöne Stellen, aber wie gesagt. Da gibt es einige schöne Stellen. Ja, ne? Aber ja. Sehr sumpfig vorne an. Naja, Wasserstand ist so hoch. Ja. Wir melden uns dann nochmal hoffentlich mit Fisch. Ja, genau. Wir haben umgeködert. Ja. Wir haben jetzt auf der. Also der Köderfisch liegt noch draußen natürlich. Wir haben auf die Mitchell-Rute war's, vor den Wurm jetzt noch ein paar Maden gemacht. Da einfach das Ärschlein, das dickere Ende der Made, 5-6 Maden glaube ich, habe ich drauf gemacht. Ja, ja. Das Ärschel ganz knapp aufgezogen, dass die vorne sich so ein bisschen bewegen. Wir hoffen, dass vielleicht dann der ein oder andere Fisch doch noch auf den Köder aufmerksam wird. Schöner Barsch. Ja, das wäre halt schön, ne? Wenn ein bisschen Bewegung drin ist. Dann hat man gerade das Thema, der Micha ist heute nicht mit dabei, denn er ist im Urlaub oder müsste jetzt wahrscheinlich im Urlaub angekommen sein. Da wollte, glaube ich, mit seinen Eltern heute Nacht oder heute früh nach Teneriffa, glauben wir, fliegen. Dann Micha, schön Urlaub. Jawohl, von uns. Am Dienstag warst du mit Micha unterwegs, mit meiner Hechtrute und mit der Route von Micha. Leider kein Hecht. Dafür ein schöner Karpfen, jawohl. 42, 44 glaube ich war es. Das Bild habe ich bei Instagram hochgeladen, wen es interessiert. Ja. Oder ich kann es auch hier vielleicht nochmal hinten ran schneiden. Ich finde das nochmal wieder. Schneiden wir hier mit hinten ran. Dann waren wir am Sonntag Forellenfischen in Auerbach bei Chemnitz. So ein kleines Familienfischen. Also Andy war mit, ein Kollege von mir, mein Vater, mein Schwiegervater, mein Sohn, haben 5 Forellen gefangen. Ui, Polizei. 5 Forellen gefangen, die waren nicht so beißwillig. Ich glaube, 3 Stunden waren wir dort bei nicht sehr gutem Wetter. Es war windig, verregnet wieder. Ja, Alter. Und haben dann noch 3 zusätzlich mitgenommen, weil wir geräuchert und gesmokert haben. Richtig. War sehr lecker. Saßen dann bis abends 9:30, glaube ich, ne, oder so zusammen. Und hat sehr gut geschmeckt. Ein Bild vom Räucherofen, wo sie drin hängen, habe ich, glaube ich, auch noch. Schneiden wir auch mit hinten ran. Schneiden wir alles hinten ran. Die gesammelten Werke der letzten Tage und Woche. Ja, schneiden wir hinten ran. Weil wir filmen halt nicht jedes Mal mit, wenn irgendeiner von uns irgendwo unterwegs ist. Heute haben wir uns nur gedacht, mal schön in Ruhe nochmal am Wasser sitzen. Machen wir Folge 9. Wollen vielleicht auch noch Folge 10 machen in Wolfersgrün. Mal auf Wels und auf Zander. Ja. Müssen wir gucken, wie das Wetter jetzt die nächsten Tage wird. Also wir sind halt Mitte, Ende Herbst. Ne? Mal schauen, wenn es ein bisschen mild bleibt, machen wir das. Genau. Und im Januar werden wir dann auf jeden Fall versuchen, nochmal auf einen Winterhecht zu gehen. Na, wenn ich dann neue Posen gekauft habe. Oh ja. Aber das passiert halt. Ne? Leider haben wir heute eine eingebüßt. Genau, habe ich vorhin schon kurz erzählt. Ne? Also. Das passiert. Naja. Zum Glück heute nicht so schlimmer Wind wie das letzte Mal. Ja, heute schön. Man hält es echt hier am Wasser aus. Ja. Na. Und naja, jetzt noch so, wie spät haben wir es jetzt eigentlich? Ich sehe es hier nicht. Genau, um 2. Um 2. Ja, dann machen wir ja noch 3 Stunden circa. Also bis um 5:45 machen wir noch, dann packen wir langsam ein. Na. Und mal schauen, ob noch der ein oder andere Fisch heute ans Band will. Denke ich mal. Meistens fangen wir ja irgendwas. Meistens, nicht immer, aber meistens. Ihr raubt es wieder. So ein bisschen Bewegung ist schon im Wasser. Ne? Ja. Sehr verhalten, aber ein bisschen Bewegung ist da. Ja, klar. Temperatur, weiß ich nicht, 5 Grad vielleicht, 6 Grad hier am Wasser, mehr nicht. Also mehr nicht, ne? Ja. Die Thermosachen drunter und sind ja gut eingemummelt. Ja. Na. Na gut, wir melden uns dann hoffentlich nochmal mit Fisch zurück. Wir hoffen. Ja, bis später. Ja, so, wir sitzen noch. Wir sitzen noch. Wird jetzt langsam duster. Ja. Na. Keine Zupfer, weder auf den auf der Fischfetzen, was wir rangemacht haben. Auf dem Köderfisch auch noch gar nichts. Nee. Das ist aber halt bei der Raubfischangelei so. Also. Man hat wenig Bisse. Meistens aber, wenn ein Biss kommt oder wenn es hängt, dann ist es nichts Schlechtes. Ja. Bisher wollte es noch nicht. Es kühlt so langsam ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Also die Temperatur geht runter. Machen jetzt noch so eine halbe Stunde, denke ich. Wie spät haben wir es jetzt? Wir haben es jetzt 16:35. Ja, kurz nach 16:30, weil ich denke so. Um 5 werden wir schon mal anfangen, die Sachen so ein bisschen zusammenzuräumen. Ja. Und ja, spätestens 5:30 würde ich sagen, machen wir einen Abflug hier. Spätestens, ja. Na. 5:30 oder ja. Wenn noch ein Fisch kommen sollte, melden wir uns nochmal. Definitiv. Kannst du wissen. Ansonsten, auch wenn es jetzt kein so aufregendes Video war,
Schön, dass ihr trotzdem angeschaut habt. Wir hatten einen schönen Tag am Wasser. Genau. Glück mit dem Wetter, kein Wind, kein Regen vor allem, obwohl es so bedeckt ist. Ja. Und die Bilder, was wir vor uns gesagt haben, schneiden wir hinten ran. Was wir die letzten Male so getrieben haben. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Ganz oder klar. Nachher nochmal mit Fisch. Ich sag niemals nie. Das wäre es natürlich. Genau. Leute, habt eine gute Zeit. Ja, schönen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ciao. Moin, moin. Wir sind zurück in Wolfersgrün. Jawohl. Wir greifen nochmal an. Schöner Herbsttag. Gott sei Dank windstill. Jawohl. Was werden wir am Wasser haben? 4 Grad vielleicht. Ich drehe rum. Wir haben wieder einen halben Hausrat dabei. Jawohl. Micha ist noch im Urlaub. Wir versuchen unser Glück und melden uns nachher mit Fisch. Riesenhecht, Mutti, heute. Riesenhecht. Bis dann. Genau, so Kinder, wir haben aufgebaut. Jawohl. Köderfisch. Die Pose kennt ihr aus dem letzten Video, die uns abhanden gekommen ist. Wir haben nochmal nachbestellt. Jawohl. Köderfischel dran. Meine Grundrute mit 3 Dendrobenas ist schon drin. Die liegt hier drüben. Und das Köderfischel werden wir jetzt hier vorne platzieren. Da hatten wir im Video, ich glaube Video 5 war das. Hatte ich da zweimal beim Kurbeln, immer beim Auswerfen und immer beim Reinkurbeln vom Köderfisch. Kurz Fischkontakt, ich denke ein kleiner Hecht oder so. Und da versuchen wir das jetzt nochmal. So, und hoffen heute auf ein bisschen Fisch. Beim letzten Mal hat es ja nicht so geklappt. Die Sonne kommt sogar ein bisschen raus hier drüben. Das freut uns. Ein bisschen windischer als daheim ist es hier. Aber es ist auszuhalten. Also alles ganz schick. Na. Wird ein schöner Tag. Ui, bitte sehr weit über. Da ist ja unser anderer Angelkollege. Naja. Gucken wir mal, ob wir ein paar Fische rauszaubern können. Wir melden uns. Es ist ein bisschen wie Urlaub, ne? Ja, bloß nicht ganz so warm. Wir haben es uns ja schön gemütlich gemacht. Jawohl. Hab jetzt vor die 3 Dendrobena 2 Maiskörnchen gehangen. Hab das Stehaufblei jetzt ausgetauscht durch einen kleinen Futterkorb. Haben wir uns hier so ein bisschen fertig Futter zusammengerührt, ein bisschen Mais mit rein. Dann probieren wir noch ein bisschen aus mal mit Made nachher. Richtig. Das Köderfische liegt noch vorm Schilf dort rum. Ja. Auf 2-3 Meter drin. Oh. Da sprang was Großes. Boah. Karpfen oder irgendwas. Alter Schwede. Das sind ganz schöne Brocken drin, fangen musst du. Genau, haben jetzt Bananenpulver haben wir wieder mit. Jawohl, ein bisschen Mais. Etc. Wir haben auch mal. Was hast du? Heringfilet. Das wollen wir heute auch mal ausprobieren. Ein bisschen auffädeln. Und Spreude. Und Sprotte haben wir. Das probieren wir heute auch noch mal aus, auf jeden Fall. Gucken wir mal. Ja, es ist echt angenehm. Es ist kalt, aber angenehm, muss man sagen. Geht, der Wind ist nicht so stark, nicht allzu stark. Gemütlich eigentlich. Die Sonne will ein kleines bisschen durch. Na. Schöner Herbsttag hier. Ja. In Wolfersgrün. Bisher noch kein Biss, noch gar kein Zupperle, aber wir sitzen ja so erst eine Stunde hier, nicht mal. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde, die Dreher sind wir jetzt erst dabei. Ja. Und gucken mal, was wir hier rausziehen. Verstehe ich. Bis später. Guckt euch das mal an hier. Der Himmel aufgezogen. Haben wir ein Glück heute wieder. Oder? Genau so ist es. Richtig gutes Wetter abgepasst. Als wir kommen, habt ihr ja vor uns gesehen, alles noch grau. Und jetzt ist das hier wunderbar aufgezogen. Das wären schöne paar Stündchen. Bisher keine Bisse, gut Mittagszeit. Ja. Vielleicht fangen wir heute noch was. Aber mit dem Wetter. Bombe. Ja. Richtig schön Glück gehabt. Definitiv. Mit unserem kleinen Tischel hier. Das passt. Schöner Samstag. Ja.
Der Andy sagt, jetzt müssten nur die Ruten abgehen. In dem Moment hebt sich das Ei 2-3 cm und steht. Jetzt müsste es mal fallen oder abgehen, das wäre schön. Ne? Das pendelt noch bitte. Das wäre auch, Freunde, der erste Fisch, den ich mit der Mitchell-Rute, die du mir geschenkt hast, ja, fangen würde. Bisher hat bloß leider nur die andere Rute gefangen. Ja, warten wir mal. Der Fisch hat nur vorne am Wurmzippel. Das kann natürlich auch sein. Schade, ich dachte, es geht los. Schade. Du sagst gerade, jetzt müssten nur noch die Fische wollen. Beendest deinen Satz, wenn man geht was will. Also der erste Cut, den wir gerade hatten, wo ich euch das schöne Wetter gezeigt habe, ist eine Minute her. Ja, ja. Das war jetzt direkt hinterher. Schade. Naja, mal sehen. Wahrscheinlich nur am Wurm gezippelt. Ja. Sagt, die 2-3 Dentrosen noch drauf und davor einen fetten Dauwurm. Aber ein bisschen Hanfliquid noch drauf getippt, dass es bitte ein Aroma drauf ist. Schade. Ja, wir zeigen euch, sobald es wieder richtig losgeht hier. Genau. So, Freunde. Nochmal, guckt euch nochmal das Wetter schon an. Das geil. Ist doch nicht normal. Und die Fische verarschen uns bitte. Wir hatten mittlerweile einen zweiten Biss, ja, auf der Wurmrute. Da ist es, das Ü-Ei, der Bissanzeiger ist bis hoch. Genau. Auf die Höhe der Spule gegangen, sofort zurückgefallen und dann haben sie mir die Dendros schön rumgeklappt. Richtig. Beim ersten Mal hatten sie ja den Tauwurm ein bisschen runtergezogen und jetzt haben sie mir die Dendros weggefressen. Richtig. Zum Ende schon gesagt, die verarschen uns, die wollen bloß jetzt mal aufspringen und mich freuen. Richtig. Dass die Bisse losgehen. Aus dem Grund werden wir jetzt Heringshappen dann machen. Das probieren wir dann mal, ja. Von Wels Fleisch bis der Wels. Da werde ich aber 35er Hartmono durchziehen. Ja. Und den Drilling voneinander. Richtig. Sicherheitshalber. So, und auf Grund legen wir das. Genau. Mit dem haben wir wieder vom Stolle so Pleiter. Das vom Rolf, das habe ich daheim, in der Hechtpose, in der Hechtrute. Nehmen wir wieder so Stehaufblei. Hier sieht man das mal schön. Ja, ja. Kommt im Wasser auf. Zack. Super. Geht einmal frei. Das werden wir ranmachen, Hering draufziehen. Tisch voller Fressereien und Angelgelümpe. Und ein Bierchen. Ach na eben, da stehen ja auch zwei kleine Bullis. Mhm. Wir machen es uns hier schön. Aber 100 Pro. Kein Wind. Nee. Oder wenig Wind, also vor uns warm ab. Fast spiegelglatt. Die Sonne. Was wir vor uns gesehen haben, das war ziemlich geil. Hier drüben auf der Eck. Ach ja. Irgendein kleines Tier schwimmt von der Seite rein. Ich sag noch zum Andy. Hier drüben, genau in der Ecke. Ich sag noch zum Andy, was schwimmt denn dort? Nein, schwimmt so 5-6 Meter ins Wasser. Ein Meter vor dem Vieh siehst du auf einmal, wie das Wasser sich aufquellt und zack, ein großer Hecht oder ein Wels will das Vieh fressen und in einem Tempo zurück an Land gezogen. Hab ich noch nie gesehen. Ja. Hab ich noch nie gesehen. Entweder war es eine kleine Wasserratte oder irgendwas. Sowas. Vieh, ja. Na, wer weiß. Auf jeden Fall ist schlagartig ein Raubfisch. Nachher. Ja. War krass. Genau. Hat es auch nicht gekriegt, es hat es an Land geschafft. Das hat es geschafft, ja. Jetzt tut es bei uns Laienschlag. Deswegen müssen wir mal kurz beenden. So, bisher ist nichts mehr weiter passiert. Eine Stunde, maximal anderthalb machen wir noch. Und ja, hoffen natürlich noch auf einen guten Fisch. Hab jetzt bei mir 5, 6, 7 Maden dran, ein kleines Stück Restwurm, in Banane gedippt. Habt gerade gesehen, der Andy legt den Köderfisch noch mal ein bisschen ufernah, weil da gerade ein bisschen Bewegung im Wasser war. Hat vor uns auch ein größerer Fisch mal kurz geraubt. Ja, aber es war ein sehr schöner Tag. Es wird jetzt knackig kalt, die Sonne hat halt auch nicht mehr so viel Kraft und sobald die weg ist, merkt man wirklich, wow, es ist November. Aber wir hatten einen geilen Tag. Hat echt Spaß gemacht und wir hoffen noch auf den einen oder anderen Fisch. Vielleicht klappt es ja noch. Wir sind wie immer guter Dinge. So, Freunde, die Sonne macht hinten runter oder ist schon hinten runter. Nein, die hat einen Kescher in der Hand, aber kein Fisch. Einen trockenen Kescher. Also es ging nichts mehr. Wir hatten zweimal Zupfer auf Wurm und einmal einen Zupfer auf Made. Wären kleine Plötzen gewesen sein. Wir räumen jetzt hier unser Lager wieder ein bisschen zusammen. Wollen nämlich heute mit der Family die Feuertonne noch mal ein bisschen anmachen. Jawohl.
noch ein Bierchen trinken oder einen Grog, einen Glühwein. Mhm. Auf der Hechtmontage hier, also auf Köderfisch, gar nichts. Ne? Nee. Gar nichts, keine Bewegung. Nichts, null, niente. Ich habe jetzt auf der Grundrute nochmal, ich glaube, 3-4 Maden und 2 Maiskörner drauf. Ja, ja. Die lassen wir jetzt beim Zusammenbacken auf jeden Fall noch drin, die 2 Ruten. Mhm. Wie immer sollte noch was kommen, melden wir uns. Wenn nicht, war es das zweite Video ohne Fisch und Aufregung. Und, ne? Ja, das ist eben Herbstangeln. Ich wollte gerade sagen, so ist Angeln. Ne? Ja. Wir hatten einen schönen Tag auf jeden Fall. Das Wetter hat geil mitgespielt. Richtig. Kein Wind, Sonnenschein, ein paar Stündchen. Wunderbar. Und genau. Dann versuchen wir es vielleicht am Mittwoch zum Feiertag nochmal. Richtig, drei vor Mittwoch nochmal ein. Genau. Schöne Zeit euch. Bis dahin. Ciao. Guten Tag. Guten Tag, Freunde. Wir sind bei herrlichstem Wetter am Wasser. Jawohl, minus 1 Grad. Ideal. Aber geil. Steinbruch Neumark heute. Ich glaube, richtig viel Film werden wir nicht, weil da frieren uns die Hände ein. Ach komm, ja, öfter jammern. Es sei denn, es passieren halt schöne Sachen. Ne? Wir hoffen auf Hecht, Barsch, wie immer. Die Ruten sind schon draußen, wir haben schon aufgebaut. Und hoffen, dass uns heute ein oder andere Fisch mal einsteigt. Natürlich. Heute klappt's. Heute muss es klappen. Na, aber. Na. Mit 2 Mal sind wir jetzt leer ausgegangen. Heute muss es klappen. Was zumindest geht. Versuchen wir alles. Wir melden uns hoffentlich nachher mit Fisch. Bis dahin. Bis dahin. Hm? Was ist denn mit dir? Ich habe natürlich nicht gesehen, aber ich habe aufs Handy geguckt gerade. Ja, kann doch schwimmen, wenn er beißt. Na, wir beobachten mal fleißig. Auch so kann es manchmal gehen. Leider kein Biss. Wir haben einen richtig bösen Hänger. Auf die Hechtrute hier. Bestimmt eine Wurzel oder ein Ast oder irgendwas, was da drinnen liegt, aber richtig bös. Aber der Anblick ist hier hinten schon geil, ne? Du hast gesagt, so komm bitte, ne? Mal schauen, ob wir das wieder gelöst kriegen. Ich denke mal nicht. Schwierig, ne? Die wird fest sitzen. Gut, müssen wir doch mal um den Pullover wickeln und mal so ziehen. Das Einzige, was du machen kannst, wenn mit dem Käfer kommt, dass ich vielleicht meine Pulse retten kann. Wir probieren es mal. So, Freunde, wir haben jetzt mal die Hechtpose, also wir haben jetzt eine andere Rute mit einer Leichtstoffenpose. In der Kälte hier das Zusammenknüpfen ging nicht, also wir mussten die andere abreißen. Vorfach mit den Doppeldrillingen ist leider weg. Ja. Die Pose konnten wir retten mit dem Kescher, zum Glück. Ja. Und haben jetzt hier drüben, na, ungefähr da, den Köderfisch nochmal ausgelegt. Weil wir jetzt eben die Bange haben, wenn wir jetzt wieder hier an die Kante schmeißen, dass da irgendwie ein Baum drinnen liegt oder die Wurzeln weit reinragen. So ist es halt, wenn man das Gewässer nicht genau kennt. Richtig. Na, muss man halt ausprobieren. Und ich habe meine Grundrute mit Wurm, ach, die wird irgendwo da unten auf geschätzte 5, 6, 7 Meter liegen. Und da hoffen wir noch auf den Barsch oder irgendwas. Genau, gucken wir mal. Und genießen noch ein bisschen die geile Aussicht. Das Wasser dampft hier. Aha, herrlich. Schön, ne? Wunderschön. Sollten Fragen aufkommen, ja, wir sind verzweifelt. Wir haben unser letztes Köderfischlein verloren und haben jetzt auf seine Pose, die sich hier gerade bewegt, spaßenshalber einfach auf beide Drillinge Wurmbündel draufgepackt. Jetzt hat sie sich so hingelegt, bisschen, ne? Hat ein bisschen getanzt. Ich habe mittlerweile 2 Dendros und Mais mit einem Auftriebskörper bei mir auf der Rute. Die Grundrute liegt da hinten. Und hier vorne haben wir seine Pose. Und wir jetzt hoffen, dass es gleich mal abzieht. Aber jetzt bleibt sie so stehen, ne? So schräg. Ansonsten, Freunde, Dodentanz.
wirklich Totentanz. Anderer Angler war hier drüben auf dem Steg, der hatte einen Biss, hat seinen Kescher aber hinterm Steg vergessen und als er ihn holen will, haut ihn der Fisch ab. Das war schade. Ich denke, Karpfen wird es gewesen sein, so wie es vom Drill her aussah. Ne? Sah jetzt ja noch Karpfen aus. Jetzt habe ich gehofft, dass wir hier einen schönen Biss drauf kriegen und jetzt bleibt die Pose echt so schräg stehen. Ne? So kommen hier dafür immer die Wellen her. Der Wind gedreht, ja. Jetzt kommt der Wind von genau, der jetzt fegt es von rechts hier ein bisschen. Wir sind durchgefroren, mal gucken, wie lange wir noch machen. Aber wir melden uns dann nochmal. Genau. Ja.